heute sind wir auf der Discovery Trail Tour Expert und jetzt geht's erstmal zum Trackstand. Oh, das sind unsere Namen. Schon mal gut. Uphill läuft, das ist auch ein Teil vom Stoneman. Bei uns geht's heute über die Seekarscharte. Da gibt's dann aber auch noch super Panorama auf die Seekarspitze. Und oben ist der Stoneman-Haufen. Und schaut mal, so schaut's jetzt schon aus. Das ist übrigens unser Guide von heute. Hallo. Wie heißt du denn? Der Christoph. Und was haben wir so vor? Gib uns ein paar Eckdaten. Ja, jetzt geht's dann hoch, ein bisschen steiler wie hier. Nach der Vogelalm 400 Höhenmeter noch Forststraße. Und dann beginnt der Single Trail über die Seekarscharte. Klingt doch vielversprechend. Da freuen wir uns schon drauf. Und heute in der Truppe unterwegs. Malerisch geht's da rauf. Ja, hier oben rauf geht es schon ganz schön knackig zu. Ich bin das Ganze übrigens auch schon Bio gefahren. Mit Videobegleitung, ich verlinke euch das mal. Macht sowohl als auch super viel Spaß. Und ja, das ist unser Ausblick. Der wird besser und besser. Noch besser. Der Geist macht vor. Iha. Ab in den See. Ja, jetzt kann ich drüben was. Zimmer bei der Hütte. Schokokuchen, selbst gebacken. Sie hat jetzt im Endeffekt die Hände voll und ich könnte ihr was klauen. Und zwar die Oberhütte am See. Der Alm wird jetzt übrigens ein bisschen spannender, jetzt geht's in den Trail uphill. Schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Nicht so schnell durch das nasse. Noch geht's super zum Fahren, auch für mich. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen kreppischer oben rüber. Dann. Ah ja, das ist jetzt schon lässig. Gut, dass wir gestern noch die Fahrtechnik-Session hatten. Ja! Yeah. Mega! Geilo! Oh yeah, mit Schwierigkeit, mit Hindernis! Weißt du? Schaut mal, wie geil es hier aussieht. Schneereste, mega Trail zum Bergauffahren. Ja, super! Läuft, würde ich sagen. Yeah! Streckenabschnitte müssen trotzdem noch geschoben werden. Aber jetzt probieren wir es nochmal. Und das Fahrtechniktraining von gestern war echt Gold wert. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch auch mal. Yeah! Juhu! Ah, die letzten Meter. So schaut es hier oben jetzt aus. Ich bin wieder.
Da, Ausblick auf Obertauern. Mega Ausblick, oder? Schaut mal, voll die Schlange. Schaut mal, was wir gerade für einen Ausblick haben. Jetzt sind wir quasi unten, in Anführungszeichen, in Obertauern, oder? Obertauern, ja. Yeah! Okay. Fette Wasserfall. Mega gut. Wir bewegen uns direkt unterm Wasserfall. Seht ihr das? Juhu. Da kommt das Wasser raus. Hier ist sogar ein Regenbogen. Und da drüben steht der Nico. Der geht gerade. Da seht ihr mal, wie groß der ist. Wir machen jetzt noch so 300 bis 400 Höhenmeter Uphill und dann geht es nochmal auf einen Trail Richtung Tauchensee? Flachau. Ne, erstmal Tauchensee. Tauchensee, Flachau. Genau. Weil wir so brav treten, haben wir jetzt sogar noch ein bisschen Sonne bekommen. Und wir fahren eine extra Runde. Wie schön das einfach ausschaut. Da drüben rechts die Almrosen, hier die satten Berge und ein paar Lärchen. Echt wahnsinnig toll. Sieht wirklich schön aus. Und gerade eben habe ich noch erfahren, dass hier noch eine echte Alm mit eigener Käserei ist. Tauern Karlalten. Kleiner Trail-Uphill. Schaut, wie schön. Naja. Hey. Ah, jetzt wissen wir auch, woher das seinen Namen hat. Oder? Tauchen und Persil. Ich hol sie mir zurück. Jetzt sehen wir bis zum Dachstein rüber. Herrlich. Boah.
Mega war's, vielen Super, Dank. Cool. Mega gut. Ich hoffe, es war mega. Ja, es war mega. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.